Okay, und damit starten wir in Baphomets Fluch 1, Director's Cut. Und los geht das. Paris. Stadt der Liebe, Romantik und Träume. Sagt man. Das habe ich auch mal gedacht. Aber seit jenem Tag, dem Tag des Mordes, denke ich bei meinem geliebten Paris auch immer an den Tod. Ich liege also zu Hause gerade in der Badewanne, als mein Verleger anruft. Collar, schwing deinen Hintern rüber zum Palais Royal. Sofort. Du musst jemanden interviewen. Und zwar Pierre Cachon. Ja, genau. Den Pierre Cachon. Keine Fotos, also lass deine Knipse zu Hause. Er hat selbst nach dir verlangt. Ausdrücklich. Frag mich nicht, warum. Egal. Könnte eine große Sache sein. Also, wenn er dich anbaggert, nicht vergessen. Immer lächeln. Ja sagen und weiter mitschreiben. Wie charmant und überaus zutreffend. Pierre Cachon ist ein Medienkönig, ein Nationalheld und einer der berüchtigsten Ehebrecher in ganz Europa. Er und seine Frau Imelda sind nur einen Hauch von der Königswürde entfernt. Hey, ich hasse Pantomimen, aber wenn man nicht auf sie eingeht, hauen sie nie ab. Da bin ich also. Der Palast des Medienkönigs und der Eiskönigin. Ich klingle und setze damit eine Kette von Ereignissen in Gang, die mein Leben von Grund auf ändert. Ja, was gibt es? Madame, mein Name ist Nico Collard. Ich bin verabredet mit Monsieur Cachon. Kommen Sie rauf, wir sind im ersten Stock. Madame Cachon, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ja, natürlich. Die Eiskönigin wird ihrem Ruf auf jeden Fall gerecht. Werden Sie beim Interview dabei sein? Mademoiselle, ich weiß nur wenig über die Geschäfte meines Mannes. Und es interessiert mich noch weniger. Ich habe definitiv kein Verlangen zuzusehen, wie er noch eine hübsche kleine Journalistin begrapscht. Hübsch? Das ist zu freundlich von Ihnen, Madame. Ah, die begabte und ausgesprochen schöne Mademoiselle Collard. Ich freue mich, Sie endlich kennenzulernen. Monsieur Cachon, es ist mir eine Ehre. Oh ja, das glaube ich gerne. Nennen Sie mich doch Pierre, bitte. Das war keine Schmeichelei gerade. Ich war ein Freund Ihres Vaters. Er war ein großer Mann. Mein Vater? Aber er hat nie erwähnt. Wir standen uns sehr nah. Und dann sein Tod. So tragisch. Ich muss... Imelda, deine verdammte Katze ist schon wieder in meinem Büro. Nach einer Ming-Vase zum Teufel, nehme ich an. Entschuldigen Sie mich für einen Moment, meine Liebste. Ihr Journalistinnen werdet auch jedes Jahr jünger. Vielleicht wird nur der Rest der Welt immer älter, Madame. Das war aber keine Katze. Mein Gott! Was? Monsieur Cachon? Er ist tot. Ich muss die Polizei rufen. Sie sollten lieber hier bleiben. Da war ein Mann. Es war dieser Pantomime. Glauben Sie, er... Naja, ich schätze, Selbstmord können wir mal ausschließen, oder? Kein Wunder, dass man sie die Eiskönigin nennt. Sie wäre sofort die Nummer 1 auf meiner Verdächtigenliste. Wenn ich den Angreifer nicht selbst gesehen hätte.
Und wenn mir nicht schon früher ein paar genau solcher Morde untergekommen wären. Einer der wichtigsten Männer Europas ermordet. Und hier stehe ich, Nico Collard, alleine am Tatort. Soll ich auf die Polizei warten oder den Fall selbst untersuchen? Die Antwort ist wohl klar. Ja, ein krasser Mord, ey, auf jeden Fall. Was für eine Aktion. Gut, Gegenstände, Taschenbuch, Tagebuch, aha, zum Speichern, Symbole, aha, okay. Okay, also, aha, das geht zurück, okay, hier haben wir unsere Sachen. Wir können uns nicht anzeigen lassen, was wir für Sachen benutzen können, das heißt, kann ich nicht. Kann ich mir alles anzeigen lassen, was irgendwo benutzbar ist? Nicht, da habe ich Rätseltipps. Aha, okay. Hier habe ich mein Dossier. Genau, wir sind hier bei dem Verleger, ja. Also bei dem super famen, super ermordeten Bengel. Das ist alles sehr merkwürdig hier. Sehr, sehr merkwürdig. Das ist neu. Die ursprüngliche Fassung beginnt anders. Okay. Wir können auf jeden Fall hier mal hinterher gucken. Die andere ist auch einfach weggegangen. Ist ja total crazy. Stone cold einfach mal. Ein kleines, rundes Glasstück ist aus der Scheibe herausgeschnitten worden. Das war die Arbeit eines Profis. Das war die Arbeit eines Pantomimen auf jeden Fall. Das haben wir gesehen. Ich will nicht schneiden und Blutspuren am Glas hinterlassen. Mag sein, dass ich da altmodisch bin, aber ich behalte meine DNA lieber für mich. Ja, du kannst doch einfach aufmachen. Du kannst einfach hier öffnen. Nico, ne? Der Mörder muss die Leiter benutzt haben, um an das Fenster ranzukommen. Er ist schon lange weg. Wahrscheinlich hat er die Leiter zusammengeklappt, in die Tasche gesteckt und mitgenommen. Er hat eine Leiter zusammengesteckt. Ich denke, der ist da halt hochgeklettert an dem Ding. Sie hat ihn doch gesehen, die Pantomime. Können wir ihn noch irgendwie... Pantomimen und Schusswaffen passen normalerweise nicht zusammen. Aber irgendetwas sagt mir, dass dies kein normaler Pantomime ist. Kein Blut. Ich habe diesen Mörder schon mal gesehen. Und sogar über ihn geschrieben. Der Kostümmörder. Zumindest habe ich ihn so genannt. Der Kostümmörder. Wir finden hier eine meiner Haarspangen. Haarspange. Genauer gesagt, meine Lieblingsspange. Sie muss runtergefallen sein, als ich niedergeschlagen wurde. Ja, ich schließe seine Augen. Ja, bitte. Das Mindeste, was ich für den armen Kerl tun kann. Na gut. Okay, können wir ihn sonst irgendwie Manche mal... Leute ekeln sich davor, Leichen nach Hinweisen zu durchsuchen. Mir macht das nichts aus. Erinnert mich an einen früheren Freund. Brauchen wir die Cops oder so? In seiner Tasche steckt eine Fahrkarte mit dem Aufdruck Bateau de la Conciergerie. Als ich die Fahrkarte an mich nehme, erfülle ich den Tatbestand der Unterschlagung von Beweismitteln. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Okay. Carchon wurde erschossen. Ja. Das wurde er wohl. Okay, wir müssen nur gucken, dass wir nichts übersehen, weil, wie gesagt, also das, so für euch, falls ihr Baphomets Fluch noch gar nicht kennt, das ist die Neuauflage, also ist der Director's Cut, nicht Neuauflage, sondern es ist ein Director's Cut, ist manche Sachen ein bisschen nachgerendert und so, deswegen spielen wir auch in so einer crazy Auflösung. Auf YouTube gibt es dann aber breitgezogen auf 16:9. Das Spiel ist von 1996. Ja? Aber ich weiß noch, das war damals absoluter Adventure-Burner. Also soweit ich das recht in Erinnerung habe, war das krass. Da war ich aber selber noch gar nicht Adventure-tauglich. Oh, ich muss die Alerts, glaube ich, für Adventures ausschalten. Ja, egal. Herzlich willkommen. Wenn es euch nicht stört. So wie der aussieht, mit seinem Ruf wäre mir das egal. Ja. Ich habe natürlich den Chat als Hilfe, also wenn ich nicht weiterkomme. Das Regal ist voller obskurer Erstausgaben. Dann reden wir mal drüber, ne? Ihr Hübschen und ich. So. Eine Büste von Pierre Carchon, dem bescheidenen Diener der Grande Nation. Gut, dann gucken wir mal.
Die Polizei kann jede Minute hier sein. Irgendwo hier sind Hinweise auf einen Mörder versteckt und ich muss sie finden. Ja, draußen halt, ne? Krasse Bude auch übrigens, ne? Also, wow. Ein Louis XIV-Tisch mit einer antiken Spitzendecke. Diese Imelda hat Geschmack. Naja, mit einem so stinkreichen Gatten ist das ja auch leicht. Ist so. Ich schätze, die Decke könnte ganz hilfreich sein. Echt, wirklich? Nicht mal mit dem Fingernagel komme ich in ein so winziges Loch. Ja, aber du kommst da mit deinem... damit in das winzige Loch. Aha, Nico, du bist einfach verflucht gut in solchen Sachen. Ja, was ist das denn? Statt Imelda zu trösten, durchforste ich ihre Wohnung. Warum? Weil hier irgendwas im Busch ist und ich ein paar Antworten finden muss, bevor die Bullen hier sind. Und außerdem war sie ziemlich unhöflich zu mir. Also hat sie es sich selbst zuzuschreiben. Ja, aber du kannst ja nicht, nur weil er, also vielleicht findet sie ihn ja trotzdem attraktiv. Also das finde ich jetzt schon ein bisschen sehr, naja, also sehr eine Tube Acrylfarbe im Farbton oberflächlich klischeesiert. Du weißt ja nicht, ob die vielleicht eine genau ganz die Farbe, die tolle ich für mein Badezimmer Beziehung suche. Haben und leid, menschlich total toll sind. Jemand ist... Junge Dame, was genau tun Sie da eigentlich? Ja, gute Frage. Diese Farbe, das ist meine Lieblingsfarbe. Meine Güte, dann behalten Sie das Zeug von mir aus. Weil, also da würde ich jetzt nicht so pauschalisieren. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man da so nicht über den Tellerrand hinausdenkt, warum Menschen Imelda Beziehungen mit Talent, anderen Menschen haben. Aber das werde ich ihr bestimmt nicht sagen. So, okay. Die Witwe hat gerade telefoniert, ich weiß nicht mit wem. Verzeihen Sie, Madame. Ja? Es tut mir leid wegen Ihres Verlustes, Madame. Nein, tut es nicht. Sie sind Journalistin. Journalisten tut nie etwas leid. Das stimmt nicht. Da hat sie einen Punkt, ja. Da hat sie einen Punkt. Woher kannte Ihr Mann meinen Vater? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Sie kannten ihn nicht? Thierry Collard? Pierre kannte eine Menge Leute, von denen ich nie gehört habe. Vor allem natürlich Frauen. Oh, okay. Warum sollte ein Pantomime ihren Mann umbringen? Pierre hatte viele Feinde. Allen voran schon mal die Hälfte aller Pariser Ehemänner. Warum wollte ihr Mann mich sehen? Was wollte er mit mir besprechen? Ich habe keine Ahnung. Seine Geschäfte waren seine Sache. Hat er Ihnen nie etwas erzählt? Nein. Und offen gesagt war es mir auch lieber so. Das ist ein ziemlicher Coup für Sie, was? Ich nehme an, Sie formulieren im Geiste schon die Schlagzeile. Hören Sie, nur weil ich Journalistin bin... Erzählen Sie mir doch nichts. Ihr seid doch alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Haben Sie überhaupt sowas wie ein Gewissen? Ach, okay, verstehe. Verstehe. Jetzt kann ich immer lieb oder böse sein. Ja, darum mache ich ja diesen Job. Quatsch, Sie wollen doch nur Ihren Namen auf der Titelseite sehen. Schön wär's. Aber in der Autorenzeile steht mein Redakteur. Ich mache nur die Drecksarbeit. Erwarten Sie jetzt aber bitte kein Mitleid, ja? Die Polizei wird bald hier sein, Madame. Soll ich vielleicht jemanden benachrichtigen? Freunde, Familie? Nein, ich habe keine Verwandten. Pierre und ich waren... Er war alles, was ich hatte. Nicht gerade viel, was? Die ergebene Gattin, das war meine Rolle. Okay, sie ist ja auch ein bisschen salty. Aber nie was erzählt. Mich nie eingeweiht. Ich weiß nur eines sicher, Madame. Was? Wenn Sie herausfinden wollen, wer Ihren Mann umgebracht hat, dann lassen Sie mich das ermitteln. Nicht die Polizei. Warum? Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ja, was heißt denn? Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn wir auf die böse Nicole drücken. Aber normal ist es in dem Fall immer... Ihr Mann hat mich heute hierher eingeladen, weil er mich brauchte. Ich glaube, er wusste, dass ihn jemand ermorden wollte. Und er wusste auch, dass ich ihm helfen könnte. Ich bezweifle, dass er es auf Ihre gut gebaute Datenbank abgesehen hatte. Sie irren sich. Ich bin sicher, ich war seinem Mörder bereits auf der Spur. Bitte, Sie schulden es ihm. Also ich weiß nicht... Alles, was ich brauche, sind ein paar Minuten, in denen ich mich in Ruhe umsehen kann, bevor die Polizei eintrudelt. Sie haben wirklich ein Gewissen, oder? Ich vertraue so wenigen Menschen.
Und vielleicht glaubte Pierre wirklich, dass sie ihm helfen könnten. Was ihn natürlich nicht davon abgehalten hätte, sie trotzdem zu verführen. Hier, nehmen Sie das. Das ist der Schlüssel zum Salon. Neben der Bibliothek am Ende des Flurs. Das war Pierres Zimmer. Ich bin selten da reingegangen. Ich konnte einfach nicht. Ich hatte zu viel Angst davor, was ich da finden könnte. Ja, aber seht ihr, das ist wieder, was sie auch sagt, dass er sie verführen würde. Er muss ja schon irgendwas haben. Ne? Das meine ich. Also erstens, er muss ja irgendwas haben. Und da, glaube ich, geht es nicht nur um Geld, sondern er muss wahrscheinlich schon auch irgendeine charismatische Art oder sowas haben, die ja da wohl, weil sie ja als Ehefrau fest davon ausgeht, dass das geht. Und andererseits muss ich aber auch sagen, ey, Geld ist mächtig. Geld und Ruhm und so ist mächtig. Ne? Da hat meiner Meinung nach schon so ziemlich jeder irgendwo seinen Preis. Ne? Das ist immer nur eine Frage von, wie viel. Also ich behaupte einfach immer, wer sagt, nee, würde ich nicht auch, da wäre mir alles Geld der Welt egal. Glaube ich nicht. Ne? Glaube ich einfach nicht. Es gibt niemanden, den ich anrufen will. Das ist immer nur eine Frage von, wie viel, ne? Und welche Leistung dann dafür spricht, ne? Gut, wir gehen mal in sein Zimmer. Es ist interessant, dass sie auch dachte, er würde uns verführen wollen. Ist halt die Frage, ne? Die Tür ist verschlossen. Ja, mach halt auf jetzt. Hast doch ein Schlüsselmädel. Da kommen wir der Sache doch schon. Und ich glaube, das funktioniert andersherum ganz genauso. Also auch, muss ja nicht immer so der Mann der Verführende sein, sondern auch die Frau in dem Fall, ne? Da, glaube ich, wird überhaupt nicht differenziert. Und sie hatte Angst, den Raum zu betreten vor dem, was sie da finden wird, sagt sie, ne? Ich brauche kein Licht anzumachen, es ist schon hell genug. Also sie sagt, sie war hier nie drin in seinem... Boah, was ist denn das für ein Zimmer? Also, guck mal, der hat nicht mal einen Stuhl. Wieso hat er denn einen Schreibtisch, aber keinen Stuhl? Das finde ich ein bisschen komisch. Das finde ich wirklich ein bisschen komisch. Das Gemälde zeigt die Carchons zusammen. Verliebt. Wie der Dichter schon sagt, die Vergangenheit ist ein anderes Land. Mhm. Oder habe ich das in einem Glückskeks gelesen? Genau, die waren ja auch beide mal jung, ne? Es gibt ein ganz leises Klicken. Okay, es hat was leise geklickt. Oh, was hat das vielleicht schon, also... Ist jetzt da auf den Bilderrahmen gedrückt. Ah ja, okay. Hinter dem Bild ist ein Safe. Na ja, klar, er ist immer hinter dem Safe. Immer, Leute, immer. Der Tresor ist verschlossen. Ich brauche den Schlüssel. Ja, und wahrscheinlich El Combinazione, ne? El Combinazione. Das ist wahrscheinlich auch ein Problem. Ja, einen Schlüssel haben wir ja nur für sein Zimmer. Das wird ja... Ah, der da. Nein, oder? Doch. Ah, ne, okay. Hm. Was ist das, bitte? Im Safe liegt eine Art... Artefakt? Sieht aus wie eine Zeitkapsel oder so. Symbolen bedeckt. Sieht aus wie die Druckwalzen, die ich im Kunstunterricht hergestellt habe. Wenn ich irgendwas über Symbole gelernt habe, dann das. Sie sind immer wichtig. Aber diese in den Stein geritzten Symbole sind unmöglich zu entziffern. Ich muss sie irgendwie ausdrucken. Zumindest ist der Stein rund. Aber was könnte ich als Druckerschwärze verwenden? Und worauf kann ich drucken? Klar, das nennt man Clown. Aber ich weiß, dass Imelda keine Ahnung von dem Artefakt hat. Und Carchon ist es inzwischen egal. Hm. Nehmen wir halt mal mit. Ist ja egal. Wie zu erwarten war, ist doch der Schreibtisch eine unbezahlbare Antiquität. Natürlich. Das Löschpapier und das Eingangskästchen sind mit mathematischer Präzision ausgerichtet. Stimmt, mein Herzschlag setzt für einen Moment aus. Es ist ein geschnitzter Elefant. Aber nicht irgendein geschnitzter Elefant, sondern ich weiß, wer ihn geschnitzt hat. Was? Mein Vater. Ich bin sicher. Denn in meiner Wohnung steht das exakte Zwillingsstück, das mein Vater in eine Schatulle geschnitzt hat. Also mitnehmen, was geht. Ja. Meinen Vater. Sehr gut. Sie wirklich befreundet gewesen sein. Ja, das wussten wir doch schon. Den geschnitzten Elefanten mitzunehmen. Ganz offensichtlich bedeutet er Imelda nichts. Sie hat einfach alles irgendwie da unter den Rock steckt oder ist ja keine Handtasche dabei oder so. Ich brauche kein Blatt Löschpapier.
Zumindest kein leeres. Fuß? Naja, geht so. Ich will das Kästchen nicht mitnehmen, aber ich weiß, was ich damit anfangen kann. Was willst du denn damit anfangen? Das Tuch da reinlegen? Nein. Nicht? Ich will da die Paste da reinlegen. Ein bisschen Abdruck machen? Ich verteile die blaue Farbe auf dem Boden des Kästchens. Es ist ruiniert. Ich bin ein böses, böses Mädel. Aber auch ein ziemlich cleveres. Sie hat alles in ihr Kleid gesteckt. Auch den Babydrachen. Das stimmt. Das kann Nico dann auch. So, okay, jetzt. Das ist eine Druckwalze. Ja, verstehe. Ich wälze das Artefakt in der Farbe, bis es völlig eingefärbt ist. Alter Schwedinger. So, und jetzt macht man einen Abdruck hier drauf, oder was? Nein. Och, Nico, Mann, ey. Sag doch nicht immer nein, wenn ich was Richtiges mache. Dann hier damit? Genial. Die Walze und die Farbe funktionieren genau, wie ich es geplant habe. Aber was steht jetzt da? Sub Packy. Prime Sub Packy. Sub Tamba ist vorbei. Immer das abonnieren. Das ist eine verschlüsselte Botschaft. Da steht Unterricht. Ich habe ja nicht viel gelernt als Journalistin, aber eins weiß ich. Unterricht schreibt man normalerweise ohne Bindestrich. Die Buchstabenfolge darunter ergibt auch keinen Sinn. Plötzlich wird mir klar, was für eine Verbindung zwischen dem Bootsfahrschein und der verschlüsselten Nachricht besteht. Auf dem Fahrschein steht Bateau de la Conciergerie. In der Conciergerie auf der Île de la Cité unten im Fluss befand sich einst der Gerichtshof. Also könnte man Unterricht in diesem Fall einfach wörtlich nehmen. Unter den Richtern. Unter dem Gericht. Unter der Conciergerie. Ich bin sicher, dass ich hier alles gefunden habe, was zu finden ist. Und außerdem packt mich angesichts des ganzen Prunks hier die Sehnsucht nach meinem normalen, ärmlichen Leben. Das ist eine Riesenstory. Es ist ein mörderisches Puzzlespiel, bei dem noch eine Menge Teile fehlen. Aber ich werde es zusammenbekommen. Und wenn ich mich noch an den Namen dieses berühmten Preises erinnern könnte, den man bekommt, wenn man ein Spitzenjournalist ist. Auf jeden Fall werde ich den dieses Jahr auch abräumen. Habe ich das Ding jetzt hier dabei? Ah ja, ich dachte, ich muss dann noch einen Abdruck auf dieses Tuch machen oder so. Gut, bin ich hier durch? Ja. Offenbar. Ich brauche den Lederhalter nicht mitzunehmen. Okay, gut, das ist gut. Okay. Dann sind wir wohl hier durch. Abgeschlossen. Was mich nicht wirklich überrascht. Ja, aber das muss doch derselbe Schlüssel sein. Ist doch auch nur das Bürozimmer, also. Das funktioniert nicht. Was, aber du kannst doch nicht. Es wäre eine schöne Überraschung gewesen, wenn doch. Wieso gar nicht? Ist doch derselbe Raum. Du musst doch, kannst doch nicht für denselben Raum unterschiedliche Schlüssel haben. Oder, Leute? Das ist doch Quatsch, oder? Oder geht's hinten in sein geheimes Orgienschlafzimmer oder so? Das wäre crazy. Okay. Können wir hier noch was machen? Da liegt noch sein Leichnam. Die Polizei, die lässt sich ganz schön Zeit. Das ist auch sehr interessant. Dann sind wir echt durch, oder? Dann wollen wir doch mal jetzt mal unters Gericht gucken, oder? Wollen wir sie nochmal befragen zu dem Thema? Vielleicht ist Nani hinter der Tür. Haben Sie etwas Hilfreiches Gut möglich. Gefunden? Diese Schnitzerei. Was wissen Sie darüber? Sie gehörte Pierre. Was hat denn eine Statue mit... Bitte, ich muss es wissen. Er bekam sie von einem Freund. Hatte irgendwas mit Afrika zu tun. Mehr hat er Ihnen nicht erzählt? Nein, aber ich glaube, sie war ihm wichtig. Sie war immer ausgestellt. Warum? Mein Vater hat sie geschnitzt. Oh, ich verstehe. Das wusste ich nicht. Imelda, ich werde alles tun, um den Mörder zu finden. Vielen Dank, meine Liebe. Und wenn die Polizei fragen sollte... Keine Bange, sie war nie hier. Unterricht ist der Schlüssel.
Ich muss einen Weg unter die Conciergerie finden. Ich werde direkt zu den Kais an der Ile de la Cité gehen. Wenn es einen Weg unter die Conciergerie gibt, dann von dort aus.